Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded. Wir befinden uns jetzt. Ups, heute fahren wir Dynamit. Höchstwahrscheinlich 26.500 Pfund. Je nachdem, wie das gleich ist, wenn wir den Auftrag annehmen. Von Phoenix nach Kayenta, Arizona. 345 Meilen, glaube ich, um den Dreh. Eieieiei. Also auch ein Sound. Dann wollen wir mal hinfahren. Eieieiei. Heute ist so gesehen die erste Volltour mit dem etwas dumpferen Motor. Fast ein bisschen zu weit vorne. Und man muss dran gewöhnen an den Wendekreis des Freightliners. Wird, glaube ich, auch ziemlich eine etwas hügelige oder kurvige Tour, wie ich das sehen konnte auf dem und geht auch so schnell Gas hier anhand wie ich auf dem Vorschau-Auswahl-Dings der Strecke sehen konnte. Etwas hügeliger zu werden. Wir werden ja auch gleich sehen, wenn wir angekommen sind und unseren Truck haben. Unseren Trailer. Die Motorbremse ist ja schon heftig. Zumindest ohne den Trailer. Mit dem Tempomat. Wo kann ich auf der linken Spur bleiben? Wir fangen jetzt noch mal ein Stückchen weiter geradeaus. Interessante Farbe von den Palmen. Ein bisschen bräunlich. Ja, haben wir doch Sommerwettermäßig. Gut, wir müssen sowieso eigentlich links bleiben, mehr oder weniger. Beziehungsweise es geht gleich weiter links. Also so ohne Fracht hinten zieht der schon ganz ordentlich. Der Cascadia. Schon nice. Lässt sich schon sehen. Oh, da sind wir gleich auch schon bei der Ladestation. Bisschen zu schnell. Ich sag ja, man kommt so schnell auf Geschwindigkeit, dass man die Begrenzung dann plötzlich überschreitet.
So. Aber mal bleiben wir bei 26.500 Pfund. Ach, wir bleiben einfach mal bei dem kurzeren, bei der kurzeren Variante. Sprich, 26.500 Pfund. Weil ich dann bekommen für den anderen mehr. Einfach nur mal aus Interesse. Und bekommen dafür mehr. Gut, mehr Geld ist mehr Geld. Also nehmen wir die Lieferung mit 35.500 Pfund. Nach Kayenta. Kann ja gleich noch mal kurz auf die Strecke gucken. Ja, das war nicht so gut. Im rechten Spiegel sieht man noch nicht so wenig. Explosives. Kurvenkurs auf der Karte. Na gut. Vielleicht jetzt nicht so unbedingt so hügelig, aber gut. Nicht so wie erwartet oder wie es aussah. Zuallererst. Gut, dann fahren wir mal nach Coastline Mining in Kayenta. Okay, 364 Meilen sind es. 35.500 Pfund. Und hauptsächlich über die Interstate. Von daher geht es eigentlich auch relativ flott voran. Wir sind jetzt wahrscheinlich um 8 Uhr dort. Sogar früher als der Termin. Ich denke mal, das wird kein Problem, wenn wir da ein bisschen früher aufschlagen. Das war gleich ein bisschen zu euphorisch ausgeholt. Aber gut. Dann wollen wir mal ab auf Interstate und... Ach Gott, immer noch nur 25 Miles per Hour. Mit Truck Wash. Weil da wären wir dabei, dass sowas gar nicht mal so schlecht wäre. Wäre schon so ein nice zusätzliches Feature. Oh, aber dafür wäre es natürlich noch nicer, wenn man halt tatsächlich so die Möglichkeit hat, dass Fahrzeuge und Trailer dreckig werden können. Das ganze Feature dann halt nur noch umso nicer und realistischer machen. Wie gesagt, falls das überhaupt möglich ist und umsetzbar ist mit der aktuellen Engine. Ist allerdings auch kein Must-Have,
ist halt nur so nice to have Feature. Aber halt auch nur dann in dem Fall, wenn es so gesehen auch Sinn macht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also wenn das Feature so gesehen zusätzliche Features noch mit sich zieht. In dem Fall dann halt Schmutzpartikel auf Truck und Trailer. Sind wir bei der nächsten Junction, aber wir wollen nicht runter auf den Highway 93, sondern wir wollen weiterbleiben auf der Interstate 17. Und wir fahren, bleiben weiterhin auf der Interstate 17, wie gesagt, und ich habe das Gefühl, wir werden viel auf der linken Spur bleiben. Auch hier auf Chemikalien. Ich habe den Tempomat ausgeschaltet. Okay. Scheinbar. Oder hat nicht aktiviert. So. Kann man halt auch so schlecht sehen, ne? Tempomat-Einstellung sieht man halt nicht. Jetzt ist er aber an. Spuren gleich wieder zusammengeführt. Mehr oder weniger zumindest. Wechseln wir mal die Spur, dass die anderen Fahrzeuge wieder uns überholen können. Und bleiben weiter auf der Interstate 17 in Richtung Flagstaff. Ich mal als Deutscher sprechen hier. Oh Gott, das war ein bisschen. Sind wir ein bisschen aus der Kurve rausgeflogen. Aber alles noch im Load. Warum schleichen die hier vorne schon wieder so? Ist doch wieder unnötig. Okay. Geben wieder Gas, perfekt. Will abbiegen, dann will ich abbiegen, dann können wir die Spur ja wieder frei machen. Für den nachfolgenden Verkehr. So gerade auf 75 Meilen pro Stunde ausgelegt. Die kann man noch so gerade nehmen. Bremst mir so. Nein, aber gut.
wir haben schon ein bisschen was zu ziehen, das merkt man schon ein bisschen. Aber das ist auch halb so viel, ne? Muss ja auch mal sein, dass man es merkt. Control und weiter auf der Interstate 17. Und nochmal neue Cruise Control für dieses Kreuz. Oh, noch weiter runter, okay. Noch weiter runter. Okay, wir fahren in Flagstaff rein, deswegen. Macht das alles wieder Sinn. Erst auch mal in Flagstaff. Fahren geradeaus weiter. Die rechte Spur war wahrscheinlich besser gewesen. Dann können wir die Spur wechseln. Und dann cruisen wir mit 29 Miles per Hour hinterher. Zumindest bis zur nächsten Ampel. Bei dem Motor, die Engine Brake ist hier schon echt nice. Also echt stark. Puh. Das war dann am Ende doch noch mal ein bisschen knapp. Der Kollege da vor uns, der kommt ja auch kaum aus dem Quark. Da scheint echt eine Menge zu ziehen zu haben. Wahrscheinlich schon über die nächste rote Ampel auf uns. Ah, noch ist sie grün. Aber wir werden wahrscheinlich das Programm was verstehen müssen. War nicht anders zu erfahren. Das ist gerade wieder ein bisschen besser aus dem Stand, mehr oder weniger beschleunigen. Und gleich geht es auch wieder auf den Highway. Okay. Eine Zuglinie, das weiß ich noch. Daran kann ich mich noch erinnern, dass dort eine Zuglinie langführt oder Züge langfahren und dort eine Zugstrecke ist. Es wird doch noch einspurig hier. Dann fahren wir zurück hier auf dem Highway. Wie langsam wollte ich denn jetzt noch werden?
Verfehlt haben wir uns doch. Scheinbar wollen wir gemütlich durch die Countryside fahren. Das links über den Canyon, oder war das nicht so? Nee, war eine andere Stelle, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, doch. Also zumindest im Grand Canyon Village geht es noch dort. Das stimmt, da fuhren wir ja auch vorbei. Dann können wir jetzt ja wieder ein bisschen mehr Gas geben. Tanken müssen wir wahrscheinlich beim nächsten Auftrag erst. 150 Meilen haben wir noch. Bis nach Kayenta. Da vorne biegen wir wieder rechts ab. Highway 65. Oder war das gerade Melbourne und eine Art Doppler-Effekt? Und sah das einfach nur so aus, als ob das nicht nur die Geschwindigkeit war, die zugelassene Höchstgeschwindigkeit, sondern auch der Highway. Beziehungsweise die Highway-Bezeichnung. Control wieder auf 67 Miles Power. Und dann fahren wir mehr oder weniger schnurgerade weiter nach Kayenta. Schneiden wir einfach einen Gang höher, damit wir nicht ganz so viel Sprit verbrauchen. Wir müssen es ja nicht forcen, für Shell tanken müssen. Okay, Highway 160 ist es gewesen. Oder ist es geworden. Aber glaube ist es eher gewesen. Ich habe es im Augenwinkel einfach nicht richtig erkannt. Mal spontan Gang runter. Damit wir die Bergkuppen ja besser meistern können. Hey! Danke. Und im Seitenspiegel sehen wir hier die langsam untergehende Sonne.
Ach, das ist schon schön. Okay, jetzt geht es schneller unter. Ich glaube, ich erinnere mich sogar an die Abladestation mittlerweile wieder. Glaube ich, oder war es ein anderer? Ich weiß es gerade nicht. Doch, kurz der Meinung, da war ich schon mal. Ich meine, da war ein Bahnübergang irgendwo in der Nähe. Fahren wir erstmal durch Kayenta durch, bis wir dann außerorts dann Coastline Mining erreichen. Prinzipiell könnte man, ja gut, ja, meint. Aufgrund der Amtanlage sind 50 Miles per Hour vielleicht noch nicht so sinnvoll. Erst auch mal den Kayenta. Uff. War ja doch schon noch ein bisschen knapp gewesen. Der restliche Weg wird dann weiterhin wieder über den einspurigen Highway zurückgelegt. Warum auch immer die hier so Probleme haben mit dem zügig weiterfahren. Nach der Verengung. Control und wir fliegen weiter über den Highway die restlichen 35 Meilen bis zur Coastline Mining Kayenta. Danach fahren wir natürlich nochmal zurück, um uns hinzulegen. Ich glaube, vor Ort geht das ja nicht. Angenehm hier, also auch mal hier. Also hier macht es echt durchaus mehr Spaß, über Landstraßen zu fahren als jetzt in Season 3. Einfach nur, weil hier ist zwar auch einiges an Verkehr, aber halt nicht ganz so übertrieben und die KI, die fährt halt vernünftig schnell. Dann wechseln wir auf den, oh Gott, Highway 91. Okay, 191. 91 hat auch ehrlich gesagt ein bisschen wenig Sinn gemacht. Von 160 auf 91. War schon etwas weit weg.
Oder war hier doch kein Bahnübergang? Ich weiß es nicht mehr. Zu lange her. Scheinbar nicht. Dann meinte ich vielleicht doch was anderes. Oder vielleicht auch was in New Mexico und gar nicht in Arizona. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich dort in Multiplayer gewesen bin. Daran erinnere ich mich auf alle Fälle safe. Vorne, okay. Von welcher Seite aus denn? Einfach nur geradeaus, perfekt. Einfacher geht's nicht. Wollen wir mal den Auftrag abschließen und die Kohle kassieren, die 22.000? Ausgezeichnet, Dynamit von Phoenix nach Kayenta geliefert. Gefahrenstrecke 365 Meilen, 6 Stunden, 45 Minuten ungefähr gebraucht. Knapp 69 Gelder verbraucht, wir bekommen dafür $22.793 und 873 Erfahrungspunkte. Gut, da gibt es nichts Neues, dann fahren wir mal zum nächsten Schlafplatz, wo auch immer der ist. Wir fahren einfach mal zu dem Truckstop zurück, nach Gallen und dann können wir dort auch tanken, schon mal. Denn das müssen wir sowieso. Das dann schon mal hinter uns. Wir legen uns in einem gleichen Zuge auch hin und ruhen uns von dieser Tour aus. Ja, nur noch $150.000, dann können wir uns die Garage upgraden in Los Angeles. In Los Angeles, ich weiß es wieder. Naja, oder wir holen uns eine zweite, das könnten wir natürlich auch machen. Würde ich was sagen, wenn das gleich kostet, dann eher upgraden. Und wenn eine komplett neue weniger kostet, dann nehmen wir lieber die neue. Upgraden können wir die anderen auch immer noch. Behaupte ich jetzt einfach mal so, dass es eine gute Idee ist. Moment, die ein... Was? Das bin ich verwirrt. Die 191 geht rechts weiter. Oder habe ich das falsch gedeutet und gesehen? Von rechts kommt nichts. Dann lässt uns vor. Selber schuld.
jetzt nicht unbedingt nötig, aber wenn er will. Dann soll er das halt machen. Also der Motor, der gefällt mir eigentlich auch schon ganz gut, also der Sound vom Motor. Das war jetzt nicht so wie der andere, der hat natürlich auch was anderes, aber mit dem hier, der ist auch annehmbar. Das ist aber nett, dass scheinbar wieder Windows, weil hier die Festplatte belastet. Eine Aufnahme scheint aber ganz gut zu sein, da ich gerade über OBS aufnehme, steuere. Würde ich mal behaupten, passt das eigentlich ganz gut. Gut, wir wollen ja eher auf der linken Seite bleiben, mehr oder weniger, dann bleiben wir auch hier. Und jetzt sind schon mal die Cruise Control auf 35 Miles per Hour. Retard haben wir ja auch ganz vergessen, könnten wir prinzipiell auch benutzen. $2,70, das ist natürlich schon eine Menge. Das sind 1,69 Dollar mehr als wir in. Ach, wo war denn das? Irgendwo in Amerika war das. Im Norden. In der dritten Staffel tanken mussten. Wieder die ominöse Suche nach einem Schlafplatz. Der funktioniert, aber hier scheint es ja super zu funktionieren. Sehr gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder oder im anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.